Muskete finden. Wo finden wir denn eine Muskete? Natürlich. Da. Wieso sollen wir jetzt das Schießpulverfass sprengen? Nein, ich möchte den nicht töten. Was? Und wozu war das gut? Okay. Wow! Oh, tut mir leid. Das war jetzt nur gut. Ein bisschen plump, aber besser als gar nichts. Mein... Kleine... Ja, keine offene Konflikte. Natürlich, habe ich ja gemacht. War ja dumm. Habe ich nur gemacht, um eine versteckte Klinge zu bekommen. Gut. Ferrere beschatten. Natürlich machen wir das. Natürlich machen wir alles, was sie wollen. Wo gehst du denn hin, mein Lieber? Oberster Führer des Inselstaates der Glücklichen. Hm? Was machst du denn so? Ich habe gestern mal wieder Elektra geguckt. Natürlich, du hast recht. Der Company Man ist sehr ungehalten. Hätten wir nur mehr Leute. Noch mehr Leute? Wir haben schon alles ausgeschöpft, was möglich ist. Wir sind Arbeiter, die von überall herkommen. Leute aus Kuba und sogar aus New Orleans. Bei strengster Geheimhaltung. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie schwierig und wie teuer das ist? Hab Geduld. Vasquez übernimmt bald sein Amt in New Orleans. Er wird Erfolg haben, wo Baptiste versagte. Also wird der eine Templer wieder durch den anderen ersetzt. Ja, egal. Ich habe am Wochenende Elektra geguckt. Oder nicht am Wochenende. Gestern war Freitag. Und, Scheiße. Dumm gelaufen. Sieht er mich nicht mehr. Das ist gut. Sieht er mich wieder? Sieht er mich nicht? Das ist schön. Ich möchte weg. Dürfen wir hier durch? Nein, das ist gesperrte Zone natürlich. Und die beste Stelle darin ist sowieso. Ist es klug, gegen einen Geist zu kämpfen oder sowas? Flüstert sie den Typen dann ins Ohr. Haben wir jetzt. Ach,
Gut. Das... Hier, der Mann, von dem ich gesprochen hatte. Was tun wir mit ihm? Zeigt ihm auf, wie falsch sein Verhalten war. Du hast nicht wirklich gedacht, wir ließen dich deinen Vertrag brechen und mit vertraulichem Wissen entkommen, oder? Komm! Oh. Komm, fall! Fall! Ha, und... Perfekt. Dann musst du schon etwas flinker sein. Drücke X, um ihn erneut zu schlagen. Oh mein Gott, ist das geil. Boah, wie cool. Stirb doch einfach. Boah, yo. Das macht doch Spaß. Danke. Wo bist du jetzt so plötzlich hergekommen? Viel wichtiger ist, wo willst du hin? Nach New Orleans? Ich könnte dir Arbeit beschaffen. Ha! Wozu? Mein Volk sind die Fon. Ich gehe zurück nach Afrika. Dein Medaillon. Es ist ungewöhnlich. Ich sah schon so eins. Und ich hielt es für einzigartig. Das ist es. Meine Mutter hat es selbst gemacht. Du musst dich irren. Nein. Die Frau, die das Medaillon trug, hieß Jeanne. Sie war eine der ersten Arbeiterinnen hier. Ich erinnere mich gerne an sie. Das ist der Name meiner Mutter. Wo ist diese Frau? Ich muss sie sehen. Ich weiß nicht. Sie lebte in einem abgelegenen Haus am Südende des Lagers. Du musst gehen. Der Ferrer wird nach dir suchen. Wirst du allein zurechtkommen? Ja. Ich verstecke mich bis zum Wachwechsel bei Sonnenuntergang und werde dann wieder fliehen. Diesmal kriegen sie mich nicht. Viel Glück. Da hinten ist noch so eine Maya-Teil. Okay. Das heißt einfach nur... Oh mein Gott, wir haben eine Peitsche, Mann. Wie geil ist das denn? Ich sehe das. Das war's dann wohl. Komm. Schnell. Lass mich laufen. Aha. So, und wir suchen jetzt nach unserer Mutter. Wie schön. LT. LS, ja. Ach so, man muss nachher da drauf gehen. Gut. Hm.
versuchen. Scheinbar nicht. Ach, die sind davor. Ja, ich würde sagen. Und boom! Ha. Und ja, habe ich natürlich dumm gemacht. Das ist von meiner Mutter. Das erkenne ich wieder. Wie erkennt die das wieder? Die war das letzte Mal bei ihrer Mutter, als die. Ich glaube, in der Anfangssequenz, wo wir die ja gespielt haben, da müsste die 6 gewesen sein. 6 oder so? Ach da. Das könnte ihre sein. Können wir die aufheben? Nein. Den letzten Hinweis finden. Sieh, was sie ausgelassen haben. Ach, Bürger E. Hier ist die ungeschnittene Version. Man darf ihnen nicht trauen. Wer ist denn Bürger E in diesem Fall? Bürger E mittels Adlerauge aufspüren und eliminieren. Nur wo ist Bürger E? Oh verdammt, ich weiß es nicht mehr, wer Bürger E ist. Das gibt es doch jetzt nicht. Ah, guck mal, was da oben so schön leuchtet. Junge Dame, hört auf! Ich würde sagen. Ah, na toll. Bürger E hat den Weg nach oben gemacht. Oder bin ich doof und Bürger E ist einfach nur irgendeiner? Doch, guck mal. Und wir haben einen neuen Bürger gefunden. Mal gucken, was diesmal uns Abstergo Industries verschwiegen hat. Bitte verzeiht meine Verspätung, Senior. Ich musste Wachen abstellen, um einen Flüchtling zu fangen. Der dritte diese Woche, habe ich recht? Ich halte ihn für euch bereit. Ihr regelt solche Dinge, soweit ich weiß, gern persönlich. Rücksichtsvoll wie immer. Heute steht mir der Sinn nach dem Galgen. Hast du noch einmal über meinen Vorschlag nachgedacht? Den Arbeitern Gift ins Ehl mischen? Habt ihr damit nicht schlechte Erfahrungen gemacht? Vielleicht habt ihr recht. Ich will nicht nochmal so ein Makondal-Debakel. Archäologie ist eine feine, edle Arbeit. Ich bevorzuge etwas, unter dem die Arbeit nicht leidet. Vielleicht ein weiteres. Festessen, ein Spanferkel. Sagt ihnen, dass sie sich ihr Land fast verdient hätten. Natürlich. Ganz recht. Der Company Man ist sehr ungehalten.